Internet und YouTube zurück bei The Witch. Tja. Überall Spuren von Harpyen. Okay, ich hab schon mein Silberschwert gezogen. Ich ist schon in Ordnung. Ich hab alles unter Kontrolle. Ja, glaube ich. Wenigstens schreist du, wenn einer da ist. Ich mach das aber schon. Okay, steh du nur hinten und sieh bedrohlich aus. Das ist alles, was du tust, du Idiot! Wow, 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 what's going on? Ich mach schon. Jovet, ich mach doch schon. Hab keine Angst. Vor langer Zeit nach deinen Vorstellungen. Wir haben Elfenrelikte gesucht und wurden von einer Kaedwenner Abteilung überrascht. Der Chill Bruchbude. Keim. Zeitverschwendung. Ja. Erzähl deine Geschichte, wenn ich kämpfe und nichts mitbekomme. Wie viele von denen laufen hier noch rum? Hast du irgendwas erzählt? Ja, weit. Ich war beschäftigt. Vielleicht folgt noch eine dritte. Haben die Elfen die Franz unterworfen? Nein. Es waren Kelten. Wählen wussten sie. Ich weiß nicht, wo du deinen Ruf her hast, Jorbet, aber bedenklich. Die ganze Situation. Bedenklich. Idiot! Oh. Was? Einmal im Kreis. Gehst du jetzt wieder zurück? Weg? Was hast du vor? Okay, ich steck's auch ein. Lauf. Oh oh. Okay. Sequenz. Gut. Sequenz gut, alles gut. Die Ritter der Flammenrose bei einem Friedensgipfel. So, so. Wen vertreten sie denn? Den, der sie bezahlt. Was nun? Sie sollten dich nicht sehen. Ich weiß, für sie ist nur ein toter Elf ein guter Elf. Nicht, weil du ein Elf bist, sondern weil du Jorvet bist. Ich versuche, durch die Höhlen in die Stadt zu kommen. Dir würde ich das auch raten. Die Ordensritter wissen sicher, dass ich gesucht werde. Kennst du einen Zugang? In der Nähe ist eine Höhle. Lokmuin hat zahlreiche Eingänge. Wenn Radovid den Orden rangeholt hat, sind die anderen garantiert nicht unbewaffnet gekommen. In der Stadt wimmelt es von den verschiedensten Soldaten. Das Gemisch dürfte ziemlich brisant sein. Aber wenn die Herrscher sich in ihren Lagern verbarrikadiert haben, kommen wir umso leichter durch die Stadt. Gehen wir, solange wir unentdeckt sind. Folge Jorvet oder sieh dich im Lager der Ordensritter um? Ha! Ha! Da stehst du nun und überlegst, was ich tue, und während ich überlege, was ich tue. Oh Gott, hoffentlich schafft das kein Raumzeitkontinuum. Okay, ich geh mit dir. Wir sind den ganzen weiten Weg hierher gegangen. Da ist ein anderer Weg hier, Orbit. Du weißt, was das bedeutet. Ich gehe ihn. Magie oder Gefahr? Auf jeden Fall kein Problem. Komm her, komm her. Kleiner süßer Fratz. Was höre ich hier? Eine Falle! Moment, ich brauche mal kurz hier. Ich spuck die andere an, genau. Haha. Stirb. Einfach nur sterben. Sterben. Jetzt. Heute. Ach, komm, schon! Wieso bist du so weiß? Easy come, easy go. Ha! Durchsuchen. Money. Natürlich.
Nichts. Leder. Gut, gut. Nehme ich. Ah, zu schwer, zu schwer. Das hat kein Gewicht. Packe ich mir. Moment, hier ist doch was. Hier ist nichts, okay. Ha, wusste ich's doch. Na, das war das, was ich nicht aufgehoben habe. Gut, was habe ich aufgehoben? Deadwin, was? Ein Silberschwert. 44 bis 8. Schaden gegen große Monster, 25%. Schaden gegen Gag. Okay. Überredet. Überzeugt, Baby. Teil einer. Gut, auf die kann ich jetzt mittlerweile verzichten hier. Meine Rüstung ist noch immer besser. Was ist das? Das Schwert des Anführers. Okay. Ja, schade. Kann ich nicht aufrüsten. Ich bin schon voll. Okay, das ist zeitliches Dingens. Okay, Aufwertungen will ich haben. Aufwertungen. Rüstung. Super. Kann ich nicht. Habe ich. Okay, also das ist... Rune des Mondes. Bonus zum Zeichenschaden. Okay, gib mir das. Rune des Feuers. Schaden plus 5%. Rune des... Achso, das war das. Das. Schaden plus 5%? Ja, komm, gib mir das dazu. Gut. Das war's. Dann nehmen wir die Sonne auch noch dazu und wir haben alle Elemente fast. Fast. Okay, gut, dankeschön. Super. Ist ja egal. Werden wir jetzt voll auf. Wir sind im Akt 3, Baby. Was soll's? Ja, aber du solltest dich auch mal umsehen in anderen Gängen, bevor du mit deinem komischen Pfeil- und Bogen-Spielchen machst. Gut, dass du da bist. Zieh mal, was ich gefunden habe. Nicht zu nah ran. Schon vergessen, dass so ein Geschöpf auch Höhle geschlichen ist. Die habe ich jetzt schon zu Dutzenden besiegt, Jorbet. Hosenpupu. Okay, ich gehe schon voraus, Jorbet. Du machst dir doch ins Höschen hier, wenn so ein kleines Spinnchen kommt. Bist du aber hässlich. Oh, mal sehen, was das neue Schwert kann. Nichts. Gut. Na, mach doch. Okay, da hat gesessen. Brutzel. Ich hab das schon gemacht. Hast du dich versteckt hier hinten, Norbert? Ach, süß. Komm her. Also, das ist einmal hingeschlagen, oder? Jetzt hast du gedacht, du warst das, oder? Wahnsinn. Stärkt dein Ego, Jorbet, ich weiß. Wir können den anderen erzählen, du warst es. Auf der anderen Seite der Stadt liegt ein bewaldetes Tal. Heute leer. Durch das Tal sind die Könige mit ihren Delegationen in die Stadt gelangt. Okay. Deshalb haben wir es umgangen, ich weiß. Wie war das mit dem Tod? Mach du das. Ich muss mal eine rauchen dabei. Ich hätte länger dauern, YouTuber, aber es ist nicht meine Schuld. Ach Gott, Jorbet, oh Gott. So, so, so geht das, okay? Orenz? Nicht. Mit den Jahren wurde es immer kälter. Weniger. Genau. Sieh das Ding, wenn es vorbei ist. Sie taten ihr Bestes. Sie bauten Kanäle und Aquädukte, die mit den heutigen vergleichbar waren. Aber die Kälte wurde immer schlimmer. Und die Kanäle waren fast das ganze Jahr gefroren. Erzähl nur weiter. Ich muss hier diesen Weg erforschen.
Nur ein paar giftige Pilze. Gut. Wupp. Knopf. Als die Elfen hier ankamen, war die Stadt schon tot. Die Enzel. Wir sind in Lokmuin. Entschuldige, dass ich dich unterbrochen habe. Dies ist ein äußerer Stadtteil. Was wir suchen, müsste sich näher beim Zentrum befinden, in den Hauptquartieren. Dann los. Okay, wir speichern aber schnell und sagen danke fürs Zusehen, YouTube. Wir sehen uns im nächsten Part von The Witcher 2, wo wir hier auch weit beschützen müssen. Danke fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüss.